Also ich weiß auch gar nicht, ob du weißt, mit wem du es zu tun hast. Dem Holle 2614 ist bekannt unter dem besten und gefürchtetesten Döner-Tester der ganzen Welt. Ja. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Test. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Wir fahren jetzt nach Berlin. Wir testen Elias' Empfehlung, den angeblich besten Döner Deutschlands in Berlin von Elias. Ich habe sein Video gesehen. Ich werde hier jetzt mal ein paar Szenen dazu einblenden, damit ihr seht, was euch erwartet. Und danach seht ihr in diesem Video meine Bewertung zum Döner. Ob er wirklich Zeug hat, an die Spitze zu kommen. Wenn ihr in Berlin seid, geht zu Rüyam. Es gibt zwei, aber ihr müsst zum Eschten gehen. Hauptstraße 133 in Schöneberg. Wenn ihr sagt, es ist nicht Top 3 Döner, die ihr je in eurem Leben gegessen habt, so weit gehe ich. Ist es der beste Döner, den du je gegessen hast? Ich würde fast sagen, ja. Ist es der beste Döner, den du je gegessen hast? Ja. Ich mache da keine Witze. Kommt hierher, esst diesen Döner. Ich stehe dazu mit meinem Namen. So, Holle, was machen wir denn gerade hier? Das ist ein neues Navigationssystem. Muss auch erstmal lernen, wie das. Es ist anders, dieses Navigationssystem. Muss man erstmal wissen, was er auch möchte von einem, ne? Willst du weiterfahren oder soll ich fahren? Ich fahr. Frau am Steuerabenteuer, ne? Wir haben uns jetzt das wievielte Mal verfahren? Das dritte Mal. Wenn zweite. Nur Mini-Falschfahrer waren das so. Spannend schnell auszubügeln. So, und wir haben ja auch noch was dabei. Falls Mutter abgeschleppt wird, dann muss ich das hier dabei haben. Das macht guten Eindruck. Falls Mutter abgeschleppt wird? Warum sollte ich abgeschleppt werden? Da kann kein Auto fahren von uns beiden. Gute Frage, sag ich dir, warum du nicht abgeschleppt wirst heute? Ich hätte eben noch gesagt, willst du was über meine Schuhe sagen? Die sind schön. Abgehoben. Wir sind direkt am Start. Rüyam heißt in Berlin. Ich werde mal eben die Adresse einblenden. Genau. Schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr kennt das Spiel. Eure Empfehlung, euer bester Döner Deutschlands. Da fahre ich auch hin. Ich bin gespannt, lieber Elias, ob du dich dem besten Döner-Tester Deutschlands beweist oder ob dein Döner durchfällt. Wir werden es jetzt sehen. Wir gehen mal rein. So, wir haben hier Kollegen am Start. So, grüß dich erstmal. Vielen Dank, dass ich hier filmen darf. Ja, sehr gerne. So, also meine Frage, die ich jedem stelle, den ich im Dönerladen spreche. Was ist das Besondere an eurem Döner? Ja, einfach die Soße, das Fleisch, das Komplette, ne? Ja. Einfach mit allem drum und dran ist immer am besten. Also ein Komplettpaket, sagen wir so. Komplettpaket. Was ist das? Wo macht ihr das selber? Großbäckerei? Das machen wir nicht selber, was du extra für uns hier machst. Wie das Fleisch wahrscheinlich auch, genau. Ne? Okay. Ich bin sehr gespannt. Okay, und das ist übrigens die Dame, die ich eigentlich nicht filmen würde. Wie irgendwie die Leute hier Döner essen. Und von dir möchte ich dann bitte auch mal Döner gemacht kriegen. Okay. Geil. Also, ich nehme einfach standardgemäß eure Empfehlung von den Soßen nämlich und Salat einfach alles drauf und gut ist. Dann machen wir dir alles. Ja. Alles. Perfekt. Amazon-Gutschein zu verschenken von Clark. Ihr habt keine Verpflichtung, muss ich von vornherein sagen. 45 Euro umsonst mit Code HOLLE45. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst euch das Angebot von Clark anhören. Wie gesagt, nichts unterschreiben, gar nichts. Nur das Angebot anhören. Ihr habt die freie Wahl, ob ihr es annehmt oder nicht. Denn Clark macht euch ein Angebot, ihr müsst mindestens 3 Versicherungen hochladen. Und die sagen euch, ob sie eine bessere Versicherung für euch haben. Weniger Kosten, mehr Leistung, beides gleichzeitig. Genau, ihr hört euch das an, sagt ja, sagt nein, aber ihr habt die 45 Euro sicher. Feine Sache, für mich wäre es auch noch ein Support. Die freuen sich natürlich, wenn viele auf den Link klicken. Den kriegt ihr am Ende des Videos, blende ich den Link ein, darauf klicken oder in der Videobeschreibung, das war's auch schon. Und ihr habt 45 Euro gratis bei Amazon. Und weiter im Video. So, lieber Eli, das ist dein Original-Kebab, wie du ihn isst. Salat komplett mit extra Käse. Wir nehmen alle drei einen Gemüsekebab. Gemüsekebab. Alle drei Soßen auch. Knoblauch, Kräuter, scharf. Salat komplett mit extra Käse. Aber ich nehme anders. Ich nehm nicht mit ganz so viel Käse. Ich muss auch den Rest rausschmecken. Also ich weiß auch gar nicht, ob du weißt, mit wem du es zu tun hast. Dem Holle 2614 ist bekannt unter dem besten und
gefürchtetesten Döner-Tester der ganzen Welt. Ach hier, okay, ich dachte, du willst was über die Schriftzüge hier an der Wand erzählen. Ich könnte dich auch gerne hier verewigen. Ach, hier kann man sich verewigen dann? Ja. Ah, das werde ich machen. Cool, hier verewigt man sich, Leute. Ich sage jetzt schon mal, hier neben die Toilette, irgendwo könnt ihr suchen. Da werde ich mich auch verewigen. Ihr dürft genau neben mich dann. Krass, erstmal das erste, was ich mir hier rauspulle aus Versehen, war eine Kartoffel. Hat man ja auch nicht überall Kartoffeln auf dem Döner. Schön geröstet. Man hört das Brot bis hierhin crunchen. Das Brot ist wirklich richtig knusprig. Von außen richtig, richtig knusprig. Fragt ihr euch auch manchmal, was er denkt? Das will sich unterbrechen. Für die, die nicht wissen, wie das hier abläuft, ich sitze erstmal und gehe 3-4 Minuten den Döner im Kopf durch und überlege wirklich, was meine genaue Meinung dazu ist. Ich hau nicht einfach irgendwas aus, ich zerbreche mir den Kopf wie eine mathematische Formel, bevor ich was sage. Unter uns gesagt, mehr als Stroh ist da nicht drin. So, zur Bewertung des Döners. Ich muss sagen, es ist wirklich ein leckerer Döner. Ihr habt individuelle Soße, den individuellen Touch, das kriegt ihr nicht überall. Scharfe Soße ist super. Harmoniert gut mit dem Knoblauch. Nicht zu scharf. Der knuspriges Brot, was wirklich knackt von außen. Aber Brot lecker. Sehr, sehr lecker. Also ich kann jedem empfehlen, hier Döner zu essen, weil er lecker ist. Es ist ein guter Döner, aber es geht leider nicht über das Gut hinaus. Geh rein. Es ist einfach wirklich, Freunde, es ist eine Harmonie. Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk. Also es ist wirklich, wirklich guter Döner, aber wir haben bei meinen Videos haben wir so einen hohen Angebot, das wisst ihr. Bei den besten Döner Deutschlands, da geht's los, Fleisch selber gemacht, Brot gehen lassen, Sauerteigbrot, wo ihr wirklich von A bis Z den Döner durchkonzipiert habt. Und da kommt er leider nicht ran. Für mich kriegt er eine 8,2 der Döner, ein wirklich leckerer Döner, wirklich. Und das kann man wirklich nicht von jedem Döner sagen, es gibt so viel Mülldöner. Ich kann euch eins sagen, Holger ist, was Gesundheit, Ernährung etc. angeht, wirklich auf einem ganz hohen Niveau. Und der hat so Ahnung von Lebensmitteln, dass seine Bewertung, was Döner angeht, darauf kann man auch vertrauen, auf den Bruder. Wenn man hier in der Ecke wohnt, kann ich diesen Dönerladen wirklich ans Herz legen. Aber in die Richtung besser Döner Deutschlands langt's noch nicht. Aber wie gesagt, top. Und ja, danke auch an Elias für den Tipp. So, Digga, erstmal vielen, vielen Dank für deine Empfehlung. Also hat sehr viel Spaß gemacht, da bei deinen Jungs im Dönerladen. Hat leider nicht gelangt für den besten Döner Deutschlands, aber er war wirklich gut. Er war wirklich gut, das kann ich nicht verschweigen. 8,2 Punkte habe ich ihm, glaube ich, gegeben. Genau, 8,2. Mit 8,2 kann ich vollkommen leben. Aber ich habe gesehen, dass der Mustafas Gemüsekebab auch da irgendwo in dem Segment ist. Zwischen 8 und 8,5, glaube ich, war das. Und das ist fresh. Also Rüyam ist viel, viel besser, das sage ich dir ganz ehrlich. Irgendwann esse ich deine Liste danach. Und wenn das nicht alles regelkonform ist, dann haben wir ein Problem. Danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf der weiteren Suche nach dem besten Döner Deutschlands, haut ihn mir in die Kommentare. Ich fahre hin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf der Suche nach dem besten Döner Deutschlands. Heute geht's zu Pamphilia.